Dabei sollte man sich doch in einer Familie als Gefährten betrachten, wo jeder seinen Teil zum Überleben beiträgt, weil man füreinander sorgen will, sprach Abendrot. Da rief auf einmal Chefkin nach ihr. Löwin Nummer eins, wo bleibt das Fressen? Mir knurrt der Magen. Geh und hol mir einen Leckerbissen, befahl er in gewohnt barschem Ton. Jawohl, Majestät, antwortete sie und schlich demütig davon, um mit den anderen Löwinnen auf Jagd zu gehen. Stunden später erschienen sie mit einem kleinen Gazellenkitz und legten es ihm vor die Pranken. Chef King sah verächtlich auf das kleine Kitz und sprach, ist das alles, was du mir bringst? Was soll ich mit diesem kleinen Ding hier anfangen? Das reicht doch allemal als Vorspeise. Es scheint, du bist zu alt geworden und zu nichts mehr zu gebrauchen. Geh und schick mir Löwin Nummer zwei, sagte der Löwe, während er sich gierig über die Gazelle hermachte.